Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück in Warsunder, spielen auf der schönen Karte Osteuropa. Finde ich immer gut, die Karte macht Spaß, weil er hat dann offene Terrarien und ein bisschen Städtekampf. Das finde ich immer gut, das macht Spaß. Und ja, wir sind mit unserer neuesten britischen Errungenschaft hier unterwegs, nämlich dem Valentine MK1, heißt er, glaube ich. Genau, ja, da sogar richtig nachgelebt. Oh, ist das nicht toll. So, dieser Panzer ist, ja, also kanonenmäßig, ja, geht das so, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, wenn man deutsche Panzer fährt und dann auf einmal diese britischen Panzer fährt. Das ist dann doch eine kleine Umstellung, weil die Munitionsart dann doch so anders ist. Also Hassgegner von mir ist als Beispiel ein Marder, weil, ja, das ist echt Käse, also das Ding zu vernichten. Das ist nicht gerade leicht, aber, ja, man schafft es, ne? Was wollte ich sagen? Also dieser Panzer, der, wie gesagt, die Kanone geht so, finde ich, bin ich nicht so der große Fan von, aber, oh, jetzt kommt Artillerie auf uns, egal. Die Panzerung von dem Ding ist gar nicht schlecht und das ist mal wirklich was ganz Cooles und das finde ich gerade im realistischen Gefecht ziemlich geil. Untere Wandpanzerung ist Käse, keine Frage, aber die obere Wand, also die Turmpanzerung, die ist gut, finde ich. Also die hat schon ganz nette Erfolge verzeichnet beim Abprallen. So, Kollege, jetzt hau mal ab hier, ne? Genau. So, fein gemacht, weiter geht's. So, dieser Panzer ist sehr langsam. Das ist der Nachteil, also ein Nachteil, sagen wir mal so. Ich fahr mal hier rüber, mach dir ein bisschen Platz, dem kleinen Mann hier. Weil ich, ja, ihr seht's, also das Ding ist, gut, jetzt bin ich natürlich etwas am Korrigieren die ganze Zeit. Ich habe Angst, dass ich hier in den Graben falle und, ja, geschafft. Ja, also, wir haben das Ding erobert, okay. Aber bis dato kein schlechter Panzer, weil halt Panzerung vorhanden ist. Und im Namen Panzerung, Panzer steht ja auch das Wort Panzerung, oder? Also Panzer, das kann man sich ja irgendwie so ableiten. Oh, nein, 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 ah, Mist. Hau da ab jetzt, Kollege. Ah, das ist ein Marder. Schöner Treffer, sehr schön. MG-Schütze rausgenommen. Sie unbeschädigt, das gibt's doch nicht. Ladeschütze. Daneben! Na, oh, verdammt. Da kommt die Artillerie jetzt auch noch runter. Ich sehe gar nichts. Ladeschütze, das ist. Oh, die Zis ist das, verdammte Kacke. Was ist das Ding? Ich sehe gar nichts mehr. Verdammt. Verdammt, weg mit dir! Hau ab da! Das ist natürlich wirklich ein App gerade. Na egal, wir haben gerade ein Pünktchen oder eine Abschlusshilfe bekommen. Wir müssen doch eigentlich schon 421, so. Das war ja nicht ganz schlecht. Da ist auf jeden Fall irgendwo der Feind hier. Ist er aber nicht. Da ist er. Nee, auch nicht. Wo ist er denn? Dahinter ist er. Unbeschädigt, nicht so gut. Mist, was schieße ich denn hier? Bedroht? Bin aber daneben? Ich tue mir ja aber ganz schön schwer gerade. Wunder zerstört, dankeschön. So. Mein Sturm. Irgendwas müssen wir ja auch mal reißen, ne? Sehr schön. So, da. Alm hat auf jeden Fall Spess, wenn der Panzer. Da ist was, seht ihr das? Oh, das gibt's doch nicht! Der Stadtreifer Kommandant nur. Abgeprallt. Ich schätze, sehr schön. Unbeschädigt, schon wieder, das gibt's doch nicht. Den Kühler haben wir auch noch vernichtet. Ja, ihr seht das Ding, man braucht da sehr viel Schuss für, aber bis dato eine ganz nette Runde mit diesem Panzer, finde ich. Links ist doch was. Genau da. Wir sind hier ganz schön weit an der Front, aber ein bisschen Bammel. Da ist was, da kommt jetzt was. Ah, da war gerade was auf jeden Fall.
Runde zerstört, sehr schön. Eieieiei, wir haben kein Löschzeug, wir haben kein Löschzeug. Das ist jetzt Feierabend für uns. Schade, schade, schade. Ein sehr gutes Ründchen von unserem kleinen Valentine hier. Ja, nimm uns auch raus. Er schafft es nicht. Schade. Wir können auch nicht mehr fahren. Nix, geht gar nichts mehr. Wir können auch vorne gucken. Vielleicht kommt da was. Ein schöner F2 hat uns rausgekommen. Ich liebe diesen Panzer. F2 ist ein sehr guter Panzer. Aber, ja, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? So, nehmen wir jetzt den Crusader. Crusader auch nicht schlecht, aber ja, na, ein bisschen agiler, ein bisschen weniger Panzerung, gleiche doofe Kanone. Ja, ich spiele mit dieser, ja, mit dieser Waffe, die ihr gerade gesehen habt, der Munitionsart. Ich kenne die leider nicht immer so gut. Ah, der F2, der räumt natürlich jetzt da oben ab. F2, Superkanone. Da macht man natürlich wirklich gar nichts. Vielleicht mal gucken, ich habe echt Angst vor Spawn-Killern. So, wenigstens haben wir das Ding erobert. Ein zweiter aktuell. Danach können wir noch mit dem T-17 starten. Können wir ein paar Flugzeuge abballern. Macht auch immer Spaß. Immer wieder lustig. Hier von links, da höre ich immer was. Vom da hinten. Da seht ihr, dass die Rauchwolke ist immer, dass da irgendwas schießt. Was da nicht schießen sollte. Der F2, der geht gut ab. Das kann man ja sagen. Aber der muss jetzt dran glauben. Der F2 ist so ein geiler Panzer. Muss natürlich jetzt aufpassen, dass ich da jetzt. Und was geht denn jetzt hier ab? Wo ist der F2 hier? Ist der bestimmt gleich vom Tal aus beschossen, oder? Na, wo ist er? Wenig Krach machen hier. Wenig Krach machen, nicht durch das Ding fahren, genau. Da ist er. Feindliche Truppen haben mein Gebiet eingenommen. Umdrehkranz. Motor nochmal. Du gehst ja richtig baden jetzt. Ihr seht das auf jeden Fall. So, jetzt ist er raus, endlich. Also der hat auf jeden Fall schwer gerockt und hat uns da ganz schön dezimiert. Aber gut, was will man machen? War jetzt hier links gerade? Ist irgendwas in der Luft geflogen? Da ist noch was. Da, seht ihr das? Ein BT-7 würde ich sagen. Den muss ich jetzt versuchen, hier den Weg abzuschneiden. Da wird er jetzt gleich langfahren, genau da. Komm schon. Komm, Drehkranz. Nein! Wunderbar, er brennt. Da links ist noch einer. Boah, was geht denn gerade ab hier? Mega Runde, mega Runde! Wahnsinn. Wow, das war echt gut, ey. Drei Leute mal gerade so. Einfach mal hintereinander weggemüllert. Wir haben natürlich echt keine Leute mehr jetzt. Im Aufwand, dass der Ticker da nicht weiter runtergeht. Ich bleib schnell dahin und das Ding resetten. Der F2 wird natürlich wiederkommen. Also der Fahrer von dem F2 definitiv, weil so viele Einheiten wie der da rausgenommen hat, keine Frage. Bist du tot oder lebst du noch? Oder war das der, den ich eben hatte? Ja, der ist. Bin ich gerade ein bisschen. Ah, ich muss da Harikiri hinfahren, sonst ist hier ganz schnell Feierabend. Verdammte Scheiße, was war das denn jetzt gerade? Nein, von rechts! Ah, so ein scheiß Stuckau noch! Hasskappe, Hasskappe. Egal. Nehmen wir den T-17, weil den A13 habe ich schon erforscht. Macht vielleicht keinen Sinn jetzt, aber egal. Ich glaube, die Runde ist eh vorbei, weil, ja.
Teamfail, ne? Aber egal, wir haben uns gut geschlagen. Da ist doch irgendwas in der Luft hier. Da sind von uns welche in der Luft. Das ist natürlich gar nicht schlecht. Wir versuchen unser Glück. Wir machen jetzt einmal Artillerie auf den Feind. Da vorne ist natürlich noch ein Freund, der das gerade vielleicht A erobern könnte. Bin natürlich gespannt. Da vorne ist noch ein Flieger in der Luft. Ja, mal schauen, wir fahren da mal hin. Dann hat der Feind. Ja, wie macht man das jetzt am besten? Da ist sie dann. War einfach ein paar Luftschüsse. Bringt doch nichts. So, jetzt sind wir natürlich wieder hier. Und da erobern wir wirklich das Ding. Das ist natürlich echt cool. Das Flakding, das Ding mal einfach rausgenommen gerade. Springen mal rüber hier und hüpfen. Sehr schön. Komm mal einfach Artillerie gerade da hin, weil besser als gar keine Artillerie zünden, oder wie sagt ihr das? So, jetzt wird es natürlich wirklich knapp hier mit dem. War grad was, oder? Sehr ungünstig. Artillerie geht hier runter. Oh. Nein! Nein! Da bin ich raus. Boah, wie viel hält dieser Wagen aus? Das ist der Wahnsinn gerade. Ne? Ich dachte schon, Alter. Das war aber echt extrem peinlich, T-50. So also einen haben wir jetzt noch. Müssen eigentlich noch die Eroberer mitgenommen haben. Ja, sehr schön. Da haben wir wirklich alle britischen Panzer, die ich habe, ausgehauen. Und jetzt erobern die natürlich wieder A. Das ist natürlich wieder die Käse. Die Käse, der Käse. So, jetzt kommen wir schneller, ey, ein bisschen schneller spawnen, das wäre nicht schlecht. Gegenangriff, los! Haut das Ding raus hier. Wo sind wir eigentlich? Wir sind Erster mit 2872 Punkten. Das ist ja der Wahnsinn. Also wie gesagt, gerade die Runde, wo ich da auf dem Berg stand. Bam, bam, bam. Das war richtig cool. Also vor allem, wie die da um die Ecke kamen, das war ja... Schneller hätten sie das nicht machen können, weil sonst der Ladezyklus von meinem Panzer gar nicht mitgekommen wäre. Hat jetzt aber ihr Ende. Da hat der T-17 gerade noch eine Jack abgeballert. Wie geil ist das denn? Ja, schade, schade, schade. Da gab es leider keine Punkte mehr. 7 Einheiten zerstört. Richtig coole Runde. Und mich freut es, dass ich den Valentine euch so vorstellen konnte, weil das ist ein guter Panzer, wirklich. Das kann man nicht anders sagen. Auf manchen Karten, wenn da so dann die, also Hülldown steht, quasi nur der Turm ist sichtbar für den Feind, dann ist dieser Panzer sehr stark. Aber Marder auf der anderen Seite und so weiter haben auch keine Probleme, euch zu penetrieren. Ne? Aber teilweise vom Winkel und so weiter könnte es dann wirklich sehr interessant werden. So, gucken wir mal, was das eigentlich so gebracht hat hier. Wir haben noch ein bisschen Zeit für die schöne Auswertung. Also, wir haben 7 Einheiten zerstört, eine Abschlusshilfe erlangt, 6 kritische Treffer, 34 Treffer insgesamt, eine Zone erobert, 7 Minuten 31, ging der ganze Spaß mit einer Aktivität von 86%. Ja, 1280 Punkte gibt es hier auf den Cruiser der MK3 sogar. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Was haben wir hier? Auge um Auge. Ränge haben keine Bedeutung, Mehrfachschlag, Trefferfolge, Panzerretter, Profi. Hinterhaltsserie und die beste Staffel. Hier gab es noch 2 Einheiten, das ist einmal Balkenkreuz. Ja, hier besiegte Spieler und UK Tankman. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Werfen wir einen kurzen Blick noch auf den Valentine. Das ist er nicht, sondern das ist er, der gute Mann hier. Oder Frau oder wie auch immer. Panzer, nennen wir ihn einfach so. Wie sie gesagt, also der Schutz von vorne, das ist echt nicht schlecht. Das kann man nicht anders sagen. Das ist hier, also teilweise, wenn das dann so seht, das sind 65, ne? Das ist echt gut. Und teilweise noch im Winkel, da kann man echt nicht meckern. Was hat der hier unten? Also der hat eine gute Panzerung, das kann man nicht anders sagen. Das ist echt gut. Das macht Spaß. Du kannst sein. Kann ich sehr empfehlen. Diesen Panzer macht sehr viel Spaß. Ja, also es ist immer gut. Wie gesagt, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber das schafft ihr schon. Gut. Hier kleiner Ausblick. Ich gehe auf den MK3. Wird die gerade schon gesehen. Dann habe ich schon den ersten DRT-1 von den Briten alle erforscht. Das ist ja Wahnsinn, wie schnell das geht. Ja, vielen Dank fürs Zusehen, sage ich. Gerne bis zum nächsten Mal. Wenn das wieder heißt War Thunder.